In meinem Jahresvideo zum einjährigen Jubiläum meines YouTube-Kanals habe ich euch bereits angekündigt, dass ich eine Alltagsapotheke entwickelt habe. Und ihr könnt sie ja inzwischen auch schon über meinen Online-Shop bestellen in zwei verschiedenen Varianten. Und mit dieser Videoreihe möchte ich euch die Mischungen vorstellen, damit ihr sie selbst euch zusammenstellen könnt und eventuell auch in eurem Garten, auf eurem Balkon oder wo auch immer die Pflanzen oder zumindest einen Teil davon selbst anbauen. Und bevor es richtig losgeht mit der ersten Mischung, die ich euch mit diesem Video vorstellen möchte, gibt es eine ganz kleine allgemeine Einführung zu den Mischungen und der Alltagsapotheke. In der Alltagsapotheke findet ihr Mischungen, die für die alltäglichen Leiden da sind. Husten, Schnupfen, Heiterkeit, aber insgesamt habe ich euch 14 verschiedene Substanzen oder Mischungen zusammengestellt für das, was eben so im Alltag auftritt. Darüber hinaus gibt es auch noch andere Mischungen, die ich entwickelt habe und die ihr ja auch in meinem Online-Shop findet. Und das sind eher Mischungen, die man entweder kontinuierlich anwendet oder bei besonderen Herausforderungen, wie zum Beispiel bei Bluthochdruck. Das hat nun mal einfach nicht jeder, zum Glück. Und deswegen findet es auch keinen Platz in der Alltagsapotheke. In der Alltagsapotheke ist das, was 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal im Jahr auftaucht und wo ihr dann entsprechend schnell etwas zur Hand habt und anwenden könnt, sodass die Beschwerden gar nicht erst so stark werden. Und da kommen wir auch gleich zu einer richtigen Anwendung. In der Regel reicht es, wenn man einmal am Tag eine bestimmte Mischung oder eine Heilpflanze verdampft. Wenn ihr aber ein ganz akutes Thema habt, wie zum Beispiel Heiserkeit, dann könnt ihr die Mischung auch mehrmals an dem Tag verdampfen. Was für die Dauer ist, muss wohl dosiert sein und was akut helfen soll, da kann man auch mal ein bisschen mehr nehmen. Und eine Anwendungsdauer beträgt ungefähr 5 bis 10 Minuten recht regelmäßiges Inhalieren. Und immer wieder taucht auch die Frage auf, kann ich denn diese Mischung, die ich mir jetzt in meine Dosierkapsel gefüllt habe, nochmal verwenden? Das ist sehr unterschiedlich. Das hängt zum einen von der Verdampfart deines Vaporizers ab und natürlich auch von deiner Füllkammergröße. Und ich möchte dir an dieser Stelle einen Tipp mitgeben, wie du es rausfinden kannst, wie lange du eine Mischung oder eine Heilpflanze verdampfen kannst. Nimm mal eine Portion Pfefferminze und füll sie in deine Dosierkammer ein und dann schau mal, wie lange du die Pfefferminze verdampfen kannst und noch etwas von ihr schmeckst. Das ist ein gutes Maß, durchschnittlich natürlich, aber so insgesamt kannst du wissen, dass du auch andere Heilpflanzen so lange verdampfen kannst. Warum sind Mischungen besser als einzelne Heilpflanzen? Weil viel nicht viel hilft. Also es bringt nicht viel, wenn du dir deine ganze Füllkammer mit einer Heilpflanze voll donnerst und das dann inhalierst, sondern die richtige Dosierung der Wirkstoffe ist entscheidend dafür, dass es ankommt. Und zu viel kann manchmal auch schädlich sein. Und deswegen kannst du auch mehrere Heilpflanzen zusammen reinnehmen. Dann kannst du gleichzeitig von unterschiedlichen Wirkstoffen profitieren, die einander optimalerweise sogar ergänzen. Und es kann natürlich auch sein, dass dein Körper auf bestimmte Wirkstoffe gar nicht so schnell anspringt, dafür aber auf andere. Und wenn du dann eine Mischung nimmst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas davon wirkt, größer, wie wenn du es mit einer einzelnen Heilpflanze versuchst. Und bei der Zusammenstellung meiner Mischung habe ich deswegen Pflanzen ausgewählt, die miteinander kombinierbar sind. Und kombinierbar meint, dass sie eine gleiche Temperaturhöhe haben, in der sie verdampft werden. Also wenn ich Heilpflanzen habe, die zwischen 110 und 150 Grad zu verdampfen sind und andere, die zwischen 130 und 180 zu verdampfen sind, dann kann ich mich für 140 oder 150 Grad entscheiden und alle Heilpflanzen zusammen in eine Dosierkapsel füllen. Wenn ich aber noch eine andere habe, die auch wirken würde, die aber 190 Grad ist, dann passt die nicht dazu und passt nicht rein. Die müsste ich, wenn ich sie nutzen möchte, extra verdampfen. Und ich habe das deswegen immer danach entschieden, welche Heilpflanzen mir die wichtigsten in einer Mischung sind. Die habe ich zuerst genommen und dann geschaut, was passt ergänzend dazu.
Und wenn du meine Heilpflanzenübersicht hast oder kennst, dann kannst du auch schauen, welche Pflanzen noch dazu passen und die gegebenenfalls separat auch verdampfen. Und ein weiteres Kriterium ist, dass ich immer auch eine Heilpflanze dabei habe, die einen herausragenden Geschmack oder Geruch hat. Und wenn ich eine zweite davon habe, dann schaue ich, passen die zueinander oder lasse ich eine zweite, die von der Wirkung her denn nachgeordnet ist, besser weg. Denn wir möchten ja auch, dass das am Ende gut riecht und schmeckt, nach etwas schmeckt, harmonisch ist und das ist ein weiteres Prinzip für das Zusammenstellen von Mischungen. Du kannst natürlich auch einzelne Substanzen weglassen, wenn du etwas Bestimmtes nicht hast, aber das sollten nicht unbedingt die Heilpflanzen sein, die den Geschmack oder Geruch geben und auch nicht unbedingt die, die den wichtigsten Wirkstoff in der Mischung einbringen. Bei der Zusammenstellung der Mischungen wiegen wir die einzelnen Heilpflanzen nicht ab, sondern wir nehmen uns ein einheitliches Füllmaß, zum Beispiel so einen Dosierlöffel oder auch einen Kaffeelöffel kannst du dafür verwenden oder du kannst auch einen kleinen Eierbecher verwenden, irgendetwas, wo recht klar ist, dass alles das gleiche Füllmaß hat. Denn Gewicht und Masse machen einen Unterschied. Und wir wollen am Ende in unserer Kapsel von allem etwas drin haben. Und wenn wir uns nach dem Gewicht orientieren würden, dann wäre zum Beispiel von einem Lavendel, wenn wir sagen, wir nehmen von allem 5 Gramm, nur ganz wenig hier drin, weil der Lavendel sehr schwer ist. Und von einer Königskerze, die fliegend leicht ist, ganz viel. Deswegen ist das Füllmaß besser geeignet, als wenn ihr die Sachen abwiegt. Ich würde dir empfehlen, nicht zu viel von einer Mischung herzustellen, denn Heilpflanzen sind, wenn sie optimal aufbewahrt werden, maximal 2 Jahre haltbar und dann sind auch noch so viele Wirkstoffe drin, dass du dir etwas Gutes tust. Was bedeutet eine optimale Lagerung? Idealerweise nehmt ihr ein Glas, eine Dose oder einen Papierbeutel und das Ganze dunkel. Die Sachen sollten trocken aufbewahrt werden, aber nicht so trocken, dass sie am Ende staubtrocken werden. Also so eine ganz kleine Restfeuchtigkeit darf da ruhig drin bleiben. Beim Glas oder in der Dose wird dafür natürlich besonders gut gesorgt, dass nicht alles rausgeht. Wenn ihr es in der Papiertüte lagert, hängt es auch ein bisschen davon ab, wie euer Raumklima ist, ob es entsprechend feucht bleibt oder ob die restliche Feuchtigkeit noch rausgezogen wird. Aber das ist dann erst relevant, wenn ihr die Sachen wirklich lange aufheben wollt. Und damit sowas gar nicht erst in Frage kommt, empfehle ich euch, regelmäßig neu zusammenzustellen. Und ihr wisst ja, dass man beim Verdampfen in der Regel nicht viel braucht. So ein kleiner Dosierlöffel voll reicht für eine Portion. Und wenn ich euch die Mischungen vorstelle, werde ich diesmal nicht die gesamten Pflanzenporträts einer Pflanze, die in dieser Mischung drin ist, erklären. Dafür habe ich ja extra Videos gemacht. Wenn ihr dann darüber hinaus mehr erfahren wollt, dann könnt ihr gerne die Pflanzenporträts anschauen. Unter der Playlist Pflanzenporträts findet ihr sie auf meinem YouTube-Kanal. Es gibt schon eine ganze Reihe und im Laufe dieses Sommers werde ich auch noch einige hinzufügen. Dort erkläre ich dann auch, wie ihr sie anbaut, erntet und auch die gesamten Einsetzungsmöglichkeiten beim Vaporisieren. Und jetzt kommen wir zur ersten Mischung. Die Mischung mit der Nummer 1 heißt Einstimmen oder Quasselstrippe. Sie wirkt bei Stimmverlust und Heiserkeit. Und zwar am allerbesten dann, wenn ihr sie gleich anwendet. Also wenn ihr so das erste Gefühl habt, ihr werdet heiser, es ist gut, sie möglichst gleich und zeitnah zu verdampfen, denn dann könnt ihr damit vermeiden, dass ihr richtig heiser werdet und dann richtig da durch müsst. Natürlich hilft es auch, wenn ihr richtig heiser seid, aber dann braucht es eben etwas Zeit, bis das Ganze wieder abklingt. Wenn man sie hingegen sofort verwendet, kann es sein, dass das Ganze gar nicht ausbricht. Ich habe das schon ein paar Mal ausprobiert und mich davon überzeugen können, denn ich rede ja sehr viel und habe manchmal dann nach einem ganzen Workshop-Tag das Gefühl gehabt, heute war die Luft sehr trocken, ich musste viel reden und hoffentlich kann ich morgen den Tag noch überstehen. Und dann hat mir diese Mischung geholfen und in der Regel war am nächsten Tag gar nichts. Ganz wichtig ist, dass ihr neben der Anwendung dieser Mischung auch ganz viel trinkt. Denn Heiserkeit hat oft mit einem trockenen Hals zu tun
Und deswegen braucht ihr Flüssigkeit und die habt ihr eben beim Verdampfen nicht. Im Gegenteil, es ist sogar leicht trocken und deswegen braucht es die Ergänzung, viel zu trinken. Und was ich auch an dieser Stelle dazu sagen möchte, nicht jede Erkrankung der Atemwege wird gleich behandelt. Manche denken, wenn ich irgendwas im Hals habe, dann hilft Salbei. Aber das ist eben nicht der Fall. Wenn die Bronchien so richtig schön verschleimt sind, vereitert sind und das Ganze beginnt sich zu lösen, dann ist der Salbei optimal. Wenn ihr ihn aber vorher verwendet, dann kann es sein, dass er die Beschwerden sogar noch verstärkt. Deswegen gibt es in der Alltagsapotheke 3 oder 4 Mischungen zur Behandlung von Atemwegserkrankungen. Und ihr solltet genau schauen, was es ist, was ihr behandeln möchtet und dann die entsprechende Mischung wählen. Ja, aber was ist jetzt drin in der Mischung Einstimmen Quasselstrippe? Der wichtigste Bestandteil, den ihr auf keinen Fall weglassen solltet, ist der Muscatella-Salbei. Und ihr könnt davon die Blätter verwenden und wenn ihr habt, auch die Blüten, aber eigentlich braucht ihr sie für diese Mischung nicht. Die würde ich eher für was anderes aufheben, denn die sind ja sehr kostbar. Der Muscatella-Salbei wirkt insbesondere bei Stimmverlust und Heiserkeit und ihr könntet ihn sogar einfach so dazu verdampfen. Also nicht als Mischung. Der zweite Bestandteil hier drin ist der Lavendel. Und der Lavendel ist auch der Bestandteil, der den Hauptgeruch und Hauptgeschmack liefert. Der Lavendel harmonisiert nervöse Einflüsse. Und vom Lavendel nehmt ihr die Blüten. Dann habt ihr hier drin das Medesüß, die Blätter vom Medesüß und die wirken in diesem Zusammenhang entzündungshemmend. Und eine andere Pflanze, wenn ihr sie selbst habt, dann wisst ihr, dass sie so leicht klebrig ist. Das ist die Zystrose und dieses Klebrige ist auch dafür, was im Hals- und Rachenraum einen besonderen Schutz gibt. Und deswegen ist sie ganz besonders gut geeignet für Entzündungen im Mund- und Rachenraum. Ihr verwendet von der Zystrose auch die Blätter. All das zusammen könnt ihr verdampfen bei 130 Grad, also recht niedrig. Und das ist für eine Mischung bei Erkrankungen von Atemwegen auch immer sehr angenehm, wenn sie nicht allzu heiß verdampft wird. Deswegen verdampfe ich diese Art von Mischungen auch gerne in einem Vaporizer mit einem Schlauch dran, denn der Schlauch sorgt dafür, dass die Luft nochmal runtergekühlt wird. Wenn ihr die Wahl habt, dann nehmt dafür einen Tischvaporizer mit Schlauch. So, und ich nehme jetzt für euch einen Test und verrate euch, wie die Mischung schmeckt. Gerade bei Erkältungskrankheiten ist es auch gut, wenn ihr die Mischung wieder durch die Nase ausatmet, denn dann habt ihr auch die oberen Schleimhäute gleich mit dem Wirkstoff versorgt. Eine Mischung, die lecker schmeckt und die Spaß macht. Im akuten Fall würde ich euch empfehlen, sie 2 bis 3 Mal am Tag anzuwenden. Und wenn ihr aber das Gefühl habt, das kommt nur so ganz, ganz leicht durch, dann reicht es manchmal auch, es einfach einmal zu machen und ihr werdet dann schon merken, dass die Heiserkeit ganz schnell wieder verschwindet und der Hals klar wird. Ja, jetzt gibt's noch einen kleinen Ausblick auf das nächste Video. Ich werde euch die Mischung Nummer 2 vorstellen, durchstarten 222 Volt. Ihr habt vielleicht schon eine Idee, um was es geht. Und ich werde ab dem nächsten Video auch einen anderen Vaporizer testen und vergleichen. Ihr dürft gespannt sein. Dieses Modell kenne ich ja und ihr kennt ja auch meine anderen. Und da weiß ich auch inzwischen ganz gut, wie die Heilpflanzen darin schmecken und wie gut der Verdampfungsprozess läuft. Und jetzt habe ich mir ein anderes Gerät bestellt. Ich verrate euch noch nicht welches. Ich sage nur, ich muss so ziemlich tief in die Tasche greifen und werde diese Videoreihe gleich dazu nutzen, um die Mischungen mal zu vergleichen und euch auch dann damit mal noch einen Einblick zu geben, wie sind so die Vaporizer in ihrer Unterschiedlichkeit. Denn für einige von euch steht ja vielleicht auch die Frage an, was ist für euch das geeignete Modell? Und dann möchte ich das gleich nutzen und euch auch dazu ein paar Impulse geben. Ja, aber das war's von mir erstmal an dieser Stelle. Ich freue mich, wenn ihr eure Erfahrungen mit der Mischung, mit dem Muscatella-Salbei bei Heiserkeit teilt unter diesem Video. Das wäre sehr schön zu lesen.